Das war's jetzt erstmal, vorerst mit den Dreiecken, jetzt kommt Viereck. Und zwar mehrere. Da gibt es nicht nur diese Eigenschaften, die wir bisher kennengelernt haben bei Dreiecken, sondern da gibt es jetzt wirklich neue Sachen, die wir uns anschauen müssen. Als erstes schauen wir uns das allgemeine Viereck an. Ein allgemeines Viereck spricht man dann, wenn keine besondere Eigenschaft vorliegt, also keine senkrechten Strecken, keine Strecken, die gleich lang sind, keine Symmetrieachsen, da werden wir später andere Figuren kennenlernen, die so heißen. Gut, allgemeines Viereck, also so eins zum Beispiel, da müssen wir das auch erst wieder beschriften. Jetzt ist das bei den Punkten genauso wie beim Dreieck. Ja, gegen den Uhrzeigersinn. A, B, C, D. Natürlich brauchen wir einen Buchstaben mehr, sind ja auch Vierecken. Die Seiten werden jetzt nicht mit den gegenüberliegenden Seiten benannt. Weil Problem, wenn wir nämlich hier A haben, welche Seite ist jetzt gegenüberliegend? Die da oder die da? Wir haben jetzt also immer zwei gegenüberliegende Seiten. Deswegen wird jetzt quasi ringsum das Ganze benannt. Hier A, hier B, hier C und hier D. Bei den Winkeln ist es genauso wie im Dreieck. Da wird einfach beim Punkt A der Winkel Alpha, bei Punkt B der Winkel Beta und so weiter. Gamma und Delta kommt jetzt hinzu. Wir haben einen vierten Winkel, wir haben vier Ecken. Das Einzige, was wir jetzt noch dazu kriegen, sind die sogenannten Diagonalen. Ja, klar, beim Dreieck gibt es keine Diagonalen. Jetzt beim Viereck schon. Die erste Diagonale nennt man normalerweise E, also von A nach C. Und die zweite Diagonale nennt man F, von B nach D. Das ist die zweite Diagonale. Gut, das war es eigentlich für den Anfang schon. Jedes Viereck ist durch fünf Bestimmungsstücke eindeutig festgelegt. Eindeutig festgelegt, das kennt ihr vielleicht schon aus den Kongruenzsätzen. Das heißt, wir brauchen diesmal nicht drei Größen, sondern fünf Größen. Wir haben Winkel, 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 vier Winkel und insgesamt sechs Seiten. Das sind zehn Größen, die es insgesamt gibt. Fünf, wenn wir haben, können wir das Dreieck oder das Viereck eindeutig zeichnen. Ja, dann ist wieder diese Kongruenzgeschichte. Wenn ich vier Größen habe, dann wird es kein kongruentes Viereck. Wenn ich aber fünf Größen habe, dann habe ich ein kongruentes Viereck. Hat ein Viereck keine besonderen Eigenschaften, heißt es allgemeines Viereck. Das, was ich am Anfang schon gesagt habe, das hier hat keine besonderen Eigenschaften. Es ist keine Symmetrie vorhanden, keine gleich langen Strecken, keine parallelen Strecken, keine senkrechten Strecken und so weiter. Deswegen heißt dieses Viereck, das ihr jetzt hier vor mir vor euch seht, ein allgemeines Viereck. Ich werde euch dann auch kurz was bei den Geo zeigen. Hier, ich kann das ja beliebig verschieben. Das alles nennt man konvexes Dreieck. Ja, also quasi hier kommt so ein Bauch raus. Wenn wir da jetzt nach innen gehen, das ist auch ein Viereck. Entschuldigung, ich habe gerade vorhin Dreieck gesagt, das ist natürlich Viereck. Das ist auch ein Viereck, ja. Eins, zwei, drei, vier Ecken. Nur, dass jetzt quasi das so eine Innenstülpung ist, ja, quasi das Diagonale außerhalb liegt. Ja? Das ist ein konvexes Viereck. Das nennt man ein konkaves Viereck. Konvex und konkav, das sind schwierige Begriffe. Aber da habe ich jetzt euch noch einen Merksatz, den ich aber nicht ins Heft diktieren möchte. Stellt euch vor, das Ganze ist der Bauch einer Frau. Oder eines jungen Mädchens. Seht ihr das hier? Das ist der Bauch. Der Bauch hier schaut sehr groß aus. Und wenn ich jetzt nach innen gehe, dann ist der Bauch schlank. Großer Bauch, schlanker Bauch. Großer Bauch, schlanker Bauch. Ja? So, und jetzt kommt der Merksatz. Ist der Bauch eines jungen Mädchens konvex, dann hatte die Frau Sex. Ist der Bauch konkav, dann war die Tochter brav. Ja, ein etwas versauter Merksatz, deswegen kommt er nicht ins Merkheft, aber konkav und konvex sollte man zumindest auf die nächste Stunde dann können. Zurück zu unserer Präsentation. Wir müssen natürlich noch jetzt schauen, wie wir das Ganze konstruieren können. Jetzt erstmal auf Pause drücken und das hier abzeichnen. Gut, hier haben wir jetzt diese fünf Größen, fünf beliebige Größen, mit denen wir uns ein Viereck konstruieren können. Ihr seht schon die Anleitung, Planfigur, Teil 3, Rest. Planfigur ist hoffentlich klar. Ich zeichne wild irgendein Viereck, ja, und zeichne mir die Größen ein. Um zu wissen, was gegeben ist, zeichne ich das Ganze farbig ein. Jetzt sehe ich, dass ich hier diese Seite, den Winkel und den Winkel gegeben habe. So, als nächstes suche ich mir ein Teildreieck raus. Denn ich kann doch durch diese Diagonalen das Viereck in jeweils zwei Dreiecke zerlegen. Und da schaue ich mir ein Dreieck raus, wo ich einen Kongruenzsatz vielleicht kenne.
nehme ich mal das Dreieck ACD, da sind kaum Größen gegeben. Ich habe die Seite E und sonst nichts, denn dieser Winkel hier ist nicht gegeben. Ja, es ist nur der komplett große Winkel gegeben. Also brauche ich ein anderes Teildreieck. A, B, C. In diesem Dreieck ist diese Seite und der Winkel Beta gegeben. Das heißt, zwei Seiten und ein Winkel. Heißt auch, dass die Seite E die größere Seite sein muss, weil der Winkel gegenüber liegt. Aber das ist alles erfüllt. Das heißt, ich kann nach dem Kongruenzsatz SSBG, kann ich dieses Teildreieck ABC konstruieren. Das heißt, Seite A zeichnen, den Winkel mit Beta 80 Grad anzeichnen, dann einen Kreis um A mit dem Radius von E, das ist die Diagonale hier. Da, wo sich schneidet, ist der Punkt C. Und dann habe ich mein Teildreieck schon mal fertig. Und wenn ich dieses Teildreieck fertig habe, ist es auch nicht mehr weiter schwer. Denn ich weiß, dass der Winkel Alpha hier 65 Grad sein muss und der Winkel Gamma hier oben 105 Grad. Das heißt, hier einen 65 Grad Winkel antragen und hier einen 105 Winkel antragen und schon habe ich meinen Schnittpunkt und damit auch meinen Punkt D und damit natürlich dann auch mein komplettes Viereck konstruiert. Aufpassen! Diesen Winkel von 65 Grad darf ich nicht an der Diagonalen anlegen, sondern den muss ich an der Seite A anlegen. Genauso diesen Winkel Gamma, den muss ich hier an der Seite B anlegen und drüber, nicht an der Seite E. Das sind Fehler, die häufig passieren. Also, wenn wir eben so ein Viereck konstruieren, zuerst ein Teildreieck suchen, das wir konstruieren können, das wir von den Kongruenzsätzen der Dreiecke kennen, das konstruieren und erst dann der Rest. Ja, immer diesen Dreierschritt, auch mit der Planfigur, sollte wirklich wichtig immer gezeichnet werden, weil ich muss mir am Anfang überlegen, wie ich loslege. Und das geht jetzt beim Viereck eben nur noch mit der Planfigur. Die kann aber Freihand sein. Das Ganze bitte jetzt auch noch ins Themenheft.